Naja, du hältst das ja aus im Gegensatz zu uns anderen. Ja, war niedlich. Also ich brauche nichts. Ja, Kapitän, wir vermissen denn übrigens 10 Matrosen und 10 unserer Soldaten. Die haben sich nicht eingefunden. Und niemand hat sie auch gesehen. Nun, die sind wahrscheinlich über Bord gegangen. Was meint ihr, Jalan? In Sinoda können wir dort neue Matrosen anheuern? Vielleicht könnten unsere Maraskaner sie davon überzeugen, dass es eine gute Idee ist. Ansonsten wird es eher schwierig, ihnen zu vermitteln, bei Fremdigis an Bord zu gehen. Vor allem bei Garichas. Ich kann ein bisschen Werbung für uns machen. Ich denke nicht, dass jemand von uns sich großartig in Sinoda umtun sollte. Nicht derzeit. Na gut. Nun gut. Vielleicht haben wir bessere Wahrscheinlichkeiten auf Jidaskan. Könnte sein, dass ein Teil der... Wenn der Sturm wirklich überall so schlecht ist, könnte es sein, dass ein Teil der Goldenen Flotte auf dem Trocken liegt und entsprechend arbeitslos ist. Oh, das wäre fantastisch. Ihr wollt die ganze Goldene Flotte kaufen? Ich dachte eher, einige arbeitslose Seemänner anzuheuern, aber... Warten wir ab, bis wir vor Ort sind. Nun gut, es wird wahrscheinlich auch ohne sie gehen. Gut, Sinoda also. Karpok! Ja, Mann! Komm her! Ja, Mann! Wie lange brauchen wir noch bis Sinoda? Insgesamt von unserer ehemaligen Position 15 Stunden, Mann. Also... Und jetzt? Und wir werden heute... Morgen werden wir da sein, Mann. Gut. Wir segeln die Nacht durch, Mann. Ja, gib dem Steuermann entsprechende Informationen. Setz Kurs. Ja, Mann. Einen Tag danach. Früh am Morgen. Ja, wir hatten ja drüber gesprochen. Wahrscheinlich eher mittags. Gut. Ich würfel noch eine Mechanikprobe, denn ich setze mich den Tag wieder an den Aal. Ja. Und werde den weiter modifizieren, so wie ich es in Hot Alem schon angefangen habe. Damit da langsam Arbeit kommt. Ankommt. Okay. Ja, Regeneration könnt ihr noch einmal machen, wenn euch noch irgendwas fehlt. Mir fehlt immer irgendwas. Ja. Und dann erreicht ihr am nächsten Tage die Hafenstadt Sinoda am südlichen Ende von Maraskan. Was vor allem Jalan als allererstes auffällt, ist, dass die Häuser sehr untypisch sind und doch relativ klein. Keine Türme, die dann miteinander verbunden sind über eine zahlreiche Art und Weise von Brücken, wo man sich dann aus den Fenstern herauslehnt, um dann mit dem Nachbarn oder mit dem Nachbarsnachbar zu sprechen oder aber mit dem Nachbarsnachbarnachbar, wenn man einfach laut genug schreien kann oder aber durch Häuser hindurchgeht. Diese Stadt besteht aus Würfeln, aus Alabaster gefertigt, nur Würfel, kleine, eckige, kantige Dinge. Das eine oder andere Mal noch einen kleinen Turm, der dann doch typisch ist, allerdings aus Backstein gefertigt und nicht aus Holz, was wieder einmal untypisch ist. Und so könnt ihr dann an dem Hafen einlaufen, der dann über eine kleine Werft verfügt. Die Werft für den freien maraskanische, für das freie maraskanische Schikanidat. Ja, kommt dann wie gesagt an, könnt dann auch vor allem in der Westseite große freie Fläche erkennen, wo dann die Häuser nicht ganz so dicht und gewürfelt stehen. Aber Sinoda ist eben auch gut eingemauert, gute starke Bastionen, damit man sich gegen die Hafajas dann wehren kann. Und überall wuselt und wimmelt es herum. Die Leute, die herumlaufen, trotzdem auf den Dächern stehen und miteinander reden und sich unterhalten und die Wäsche aufhängen und von dem Vater, dem Sohn und dem Onkel, dem Neffen erzählen. Der neueste Klatsch, der natürlich wie immer ausgetauscht wird, während ihr versucht, das Ganze so ein bisschen einzuordnen. Die Stadt verfügt über ganz grob 8000 Personen. Das Wappen eine weiße Perle auf gelbem Grund. Und natürlich dann auch einige Kämpfer, die dann hier herumlaufen, Stadtgardisten, Freibeuter oder dann aber die eigenen Kämpfer des Kriegs, Vesiradim, sprich Soldaten, auch wenn sie sich so nicht nennen. Ja, so lauft ihr an der freien Werft an und könnt dort Holz erwerben und natürlich auch vom Eisenbaum, wenn gewollt. Die Bäume auf Maraskan sind stark. Machen wir es kurz, was kostet uns der ganze Spaß? Ja, Preise dazu müsste ich raussuchen, würde ich sagen, machen wir im Forum. Dann können wir die Preise für Holz in rauen Mengen einfach mal berechnen, was da so neuer Mast kostet.
beziehungsweise abstützen. Ich weiß nicht, ob ihr das stützen wollt oder direkt neu, aber ich denke, ein komplett neuer Mast würde euch dann zu viel Zeit kosten. Ja, und wolltet ihr währenddessen auf Fahrt reparieren? Dann wird ja sowieso erstmal nicht bespannt, ne? Dann nee, wir wollten einen Handwerker anheuern, damit das zügig vonstatten geht. Alles klar. Macht's vielleicht Sinn? Wir wissen ja nicht, wann wir und ob wir irgendwie Mannings Piraten, Leute noch treffen. Stimmt, ist richtig. Oder Piraten und dann unter Umständen das Ding halt relativ zügig brauchen. Ja. Oder ob wir uns einfach nur mit Kottners Haaren anlegen müssen. Ja, macht auf alle Fälle Sinn. Ja, könnte Boltax nicht, also wir den kompletten Mast, sondern könnte Boltax helfen, elementarer Hilfe, diesen Mast zu setzen, sozusagen fest verankern mit dem Schiff? Ja, das könnte ich machen. Gut. Aber was bringt uns das? Geht schneller. Ja. Also ja, okay, dann können wir ihn nicht mehr rausnehmen. Gewöhnlich ist so ein Mast ja eben nicht fest verankert, damit du ihn relativ zügig wechseln kannst. Ja, man muss den Elementar wieder lösen, dann ist richtig. Ja. Also ihr werdet auf alle Fälle hören, dass in der Freiheitswerft meistens sehr große Lorche ausgebaut werden. Also nicht nur die kleinen Fischerdinger, sondern dann eben auch größere Exemplare, wie die euch bisher noch nicht untergekommen sind. Die haben einfach sehr kastenförmige Segel, was ähnlich wie die Zedraken dann aussieht. Und gerade werden gebaut die Asporan und die Königin von Tutsak. Über den Klatsch bekommt man quasi alles mit, was man wissen möchte, egal wo man ist. Man fragt einmal nach, wartet eine halbe Stunde und dann bekommt man die Antwort zugeschrieben. Ich würde auch mal zum so einem Schiffsausrüster gehen wahrscheinlich für unsere Vorräte. Unsere Vorräte probieren wieder aufzufüllen. Oder Schwester Abelmir, was kann ich für dich tun? Die Welt ist schön. Nun, wir brauchen Vorräte. Habt ihr schon gehört, dass die Mondsilberne eine Drachentöter am Hafen ist? Das ist unser Schiff, ja. Auch das habe ich bereits gehört. Die Bruderschwester, die Welt ist schön. Nun, hier habt ihr eine Liste, was wir alles brauchen. Könnt ihr das beschaffen? Habt ihr schon gehört, dass Alexei aus dem Arbeiterdorf fest glaubt, dass Gulusser, der Flickensteiner, eigentlich mal blau ist? Was interessiert mich das? Bruderschwester, das ist der Klatsch. Wer ist das? Alexei aus dem Arbeiterdorf. Den kennt doch jeder. Er ist Alexei aus dem Arbeiterdorf. Er ist der Vetter von Anjun. Ja, vielen Dank. Schaut auf die Liste hier. Könnt ihr das besorgen? Ja. Ich versuche dabei den Stahl umzusetzen, wenn wir sowieso an Land sind. Was möchtest du? Den Stahl umsetzen. Den Stahl? Welchen Stahl? Den Mörderskan-Stahl, den wir aus dem Wrack der, ich habe ihren Namen vergessen, geborgen haben. Ja, okay. Ja, kannst du machen. Erinnert sich noch jemand dran, Protokoll von letzter Woche, erinnert sich noch jemand dran, wie viel das war? 500 Dukaten. 500 Dukaten, ja. Ich sehe gerade eine Liste von Diamantes zu Wartungskosten. Leichtes Sägefecht 1000 Dukaten, mittleres Sägefecht 2000, schweres Sägefecht 4000. Das ist jetzt kein Sägefecht, aber ich würde einfach mal den Schaden auf ein mittleres Sägefecht abschätzen. 2000 Dukaten. Okay, ja, trage ich an. Das ist das, was wir angesetzt hatten. Super. Die Preise. Super, finde ich gut. Ich frage mich, ob es gerade klug ist, Eulen nach Athen zu tragen, also Marskan nach Marskan zu bringen. Ja, finde ich auch seltsam. Kriegen wir da woanders bessere Preise? Selbstverständlich. Maraskan-Stahl wird überall gut und gerne gehandelt, aber Sinoda hat man ihn halt oder stellt man ihn halt da. Oder brauchen wir das Geld gerade, um die Reparatur zu bezahlen? Ich dachte nur gerade, jetzt ist die Möglichkeit da. Gut, dann lassen wir es und karren ihn noch eine Weile mit uns rum. Wusstet ihr schon, dass Fumolcin wie ein Pferd wiehert? Wie ist dieser verdammte Fumolcin? Frumol, das ist der Stallbursche von Donal Gida. Ja, aber mir der Stallbursche von Donal Gida. Musst du doch wissen. Ich guck dich lieber nicht verständnislos an. Also wusstest du schon, dass Aldrich Sidian eine Pfanne auf den großen Zeh gefallen ist? Er ist blau geworden und ganz dick angeschwollen. Mhm. Ich habe gehört, Vorgrund, die Korbflechterin, hat auf dem Feld einen Dukaten ausgegraben. Einen ganzen Dukaten? Bruder, Schwester, die Welt ist schön und so vielseitig. Hast du schon gehört, dass Arigidian aus dem Arbeiterdorf angeblich immer blau ist? Und habt ihr schon gehört, dass Alinja jemand versteckt? Nein. Ich weiß nicht genau wen, aber das habe ich zumindest gehört. Oh. Habt ihr zu viel getrunken, oder was? Nevijin hat das erzählt. Wenn es von Nevijin kommt, dann muss es ja richtig sein. Er hat das von Andarinjian gehört. Aber mir füllt endlich den Frachtschein aus. Ich drück dir den Schein an und verlasse diesen Vorratshändler. Hast du gehört, dass Abel mir gerade den Laden verlassen hat? Außerdem ist Reto Gentibis krank, so sagt man. Die Welt ist schön, Bruder, Schwester. Bruder, Schwester, die Welt ist so vielseitig. Sagt man sich zumindest.
Gut, und so verschwinden wir wieder, nachdem wir jetzt wissen, warum wir eigentlich nicht herkommen wollten. Ja, gerade für Abel, mir ist es unglaublich anstrengend. Du überlegst noch, ob du dich ein bisschen aus der Werft entfernen sollst. Du hast natürlich gehört, dass es hier auch eine Taverne für Fremdigees gibt, die Schenke Südwind. Aber nach den wenigen Gerüchten und wo man dir auch schon das Fenster öffnet, um dich zu begrüßen und Bruderschwester, man bietet dir eine Offenbarung der Zwillinge an. Durch das Fenster reicht dir der Wirt, weil er bereits durch den Klatsch schon gehört, dass du kommst. Drehst du wieder um, gehst auf dein Schiff und sämtlichen anderen Matrosen wird, wie gesagt, der Landgang verboten, sodass ihr nach dem Austausch von Holz und Handwerkern grob 10 Stunden hier anlanden könnt und dann am nächsten Morgen wieder aufbrechen könnt. Ja, du musst mich ja noch beschäftigen mit diesem kodierten Rätsel. Genau, da ist auf alle Fälle auch noch Zeit zu. Was wollt ihr in den 10 Stunden machen? Ich jage durch die Stadt nach einer Flasche Boss Baranja. Okay, also und der guten noch dazu. Bruder, Schwester, du hörst es schon, du läufst durch die Gassen und man deutet, also so eine alte Frau lehnt sich aus ihrem Würfelhausfenster. Du musst in die Richtung. Da ist bei Xanjit und bei Jumold und bei Lammersloop. Und währenddessen kannst du noch das Geschrei hören, wie irgendjemand dann sagt, hast du schon gehört, dass Jalan die Flasche von Abelmir geklaut hat? Hast du schon gehört, dass Andrajan angeblich eine Pfanne auf den Fuß gefallen ist? Aber ja, das weiß doch jeder. Muss man wissen. Gut. Alles klar. Vermutlich ist das irgendeine in irgendeinem Laden rumliegende verstaubte Flasche, die damals Reto noch mitgebracht hat. Ja, würfel mal ein W100. Ein W100? Ich mach 2D10, ja? Du kannst eine Prozentzahl anklicken und dann... Ah, ich sehe es, okay. Das ist natürlich besser. Die Flasche ist 12 Jahre alt. Die Flasche Egal, ist 12 Jahre alt und... Okay, ich nehme sie mit. Und dann will ich ganz vorsichtig das Etikett von Abelmirs leerer Flasche nehmen und hier drauf tun. Okay. Die Flasche war wahrscheinlich also so wertvoller als das, was Abelmir hatte. Die Flasche also, weiß ich wirklich, ich dachte, das war Abelmirs teurer. Na gut, dann nicht. Ja, du hast keine Ahnung. Würfel mal Theorieprobe auf Zechen. Eher auf Winzer, oder? Eher auf Schätzen, da finde ich gut. Schätzen, falschen. Schätzen. So viel Wein trinkst du nicht. Du trinkst halt immer Bier. Ne? Du bist halt so ein richtiger Bauer, beziehungsweise ein Ritter. Ich trinke ist Schätzen Wein. Ein Wissens- oder ein Handwerkstalent? Schätzen ist Wissen. Handwissen? Ja. Okay. Nee. Wissen. Also das eine ist irgendwie Wissen. Talentspezialisierung von Asche auf mein Haupt, ich hab es nicht. Ja. Look and end. Du hast halt keine Ahnung. Aber wie findet dann irgendwann diese Flasche mit einem falsch oder schief aufgeklebten Etikett und darunter befindet sich dann eben der wahre Schatz. Rafim, was möchtest du tun? Wenn ich auf unserem Schiff niemanden auftreiben kann, möchte ich gerne mich in der Stadt umschauen, ob ich jemanden auftreiben kann, der mir Infanteriewaffen beibringt. Also entweder einen anderen Chorgeweihten oder wenn, also in allerschlimmster Not einen Rundra-Geweihten, aber das möchte ich gerne vermeiden. Doch, du hast deinen eigenen Major Thioman Dreisperger, Falkenbanner, leichte Infanterie. Das ist derjenige, der dir Infanteriewaffen beibringt. Aber ja, dann möchte ich... Die unauffällig. Oh nein, okay, das ist so Rafim nicht. Ich möchte dir zu mir herbrüllen. Hier, herkommen. Jawohl, komm mal weiter. Ja, und zwar folgendes. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt. Geht euch einen Scheißdreck an. Aber ihr zeigt mir, wie man mit. Ja, was auch immer du da Hässliches in deiner Hand hast, ist das eine helle Bade? Ja, wenn ihr wollt, kann ich auch eine helle Bade führen. Ja, zeig mir auf jeden Fall, wie du damit kämpft. Das Waffendeck hergibt. Ja, wunderbar, wunderbar. Wir werden uns doch richtig sympathisch auf unsere alten Tage. Tja, gerne. Ja. Hab schon viel Gutes von euch gehört. Ja, ich vergesse immer, wer ihr seid. Kein Problem. Aber, ich hab damals schon mit Greifenmund auf der Gezeitenspinne gedient. War der damals auch schon so unausstehlich? Damals war es vor allem das Gerücht, dass er namenlos Paktierer ist. Oh, wir beide müssen uns besser kennenlernen. Ihr müsst mir mehr von damals erzählen, das ist ja sehr spannend. Er hat sein Auge verloren. Oh. Sehr seltsame Sache. Da muss man ja immer genauer hingucken. Ja, hat jetzt nicht Unrecht. Die einen haben keinen Schatten, die anderen sind Albinos. Diesen Weißäugigen oder den Weißhäutigen darf man nicht trauen, muss ihr wissen. Ja, und Greifenmund hat eben kein Auge, aber jetzt hat das ja wieder. Dementsprechend kann er gar kein namenloser Paktierer sein.
Ja, das ist aber komisch, dass er mal eins hatte und jetzt wieder. Naja. Naja, aber dann jetzt zeig mal, wie du deinen Piekser da führst. Jawohl. Darf ich euch verletzen, mein Herr? Ja, natürlich. Gut. Und damit prasselt er auf dich ein. Fällt auf, dass ich keine Ahnung habe, wie man mit der Waffe kämpft. Also ich bin absolut ahnungslos. Ja, hört direkt wieder auf. Verzeiht mal, Herr, was tut ihr denn da? Ich dachte, ihr seid Gorgo weiter. Ja, also ihr müsst wissen, ich, ja, ich hab damit noch nie gekämpft, aber ich wollte mir nicht so einfach die Blöße geben. Das ist ein Pylos. Aha. Kann ich schon verstehen, das sind exotische Waffen. Vor allem, ihr wollt sie auch nicht als Zweihandhiebwaffe führen, ihr führt sie einhändig, ja, als Infanteriewaffe. Ja, natürlich. Ah, sehr clever. Damit kann man komplett andere, Manöver durchführen. Ja, allerdings, jetzt bin ich schon wieder dagegen gestoßen. Ich bin noch nicht so talentiert. Nehmt das mal, hier ist der Schwerpunkt. Da müsst ihr zugreifen. Auf der anderen Seite könntet ihr im Prinzip sogar noch ein Schild halten, wenn ihr wollt, aber das braucht ihr wahrscheinlich gar nicht. Schilder sind für Feiglinge. Nun, zumindest müsst ihr es so halten. Moment, ich stelle mich mal hinter euch. Auch wenn ich hier nicht sehen kann, aber das geht schon. So, und jetzt führt ihr den Schlag von hier oben nach da unten. Ja, aber das ist aber sehr seltsam. Also, eine Zweihandklinge fasst man aber nicht so an. Nee, wie gesagt, ihr führt das ja auch jetzt als Infanteriewaffe. Und die ersten 10.000 Stiche und Schläge und Hiebe, die werden sowieso immer noch so geführt. Macht das doch einfach mal an der Reling hier. Vielleicht ein bisschen albern aussehen. Ich könnte auch noch irgendwie eine Holzfigur oder sowas holen, aber die ersten 10.000 Schläge sind immer zum Üben da. Danach kann man sich überlegen, dass man mal ein bisschen Wucht reinsteckt, aber macht keinen Sinn, wenn man es noch nicht kann, dass man dann direkt auf echte Gegner und so. Ja, ihr habt nicht Unrecht, also das ist ja auch... Oh, meine Güte, da liegt aber... Moment, ich hole mir mal ein Schild von unten. Ich hole mir ein Schild, dann könnt ihr gegen den Schild schlagen. Ich hab das falsche Gewicht reingelegt, ich sag's euch. Ja, ich komm gleich wieder, Moment. Der war bei Diamantis. Du wolltest weiter verbessern, ja? Ich nehme mir erstmal Seishon mit und sorge dafür, dass unsere Vorräte aufgefüllt sind innerhalb der Stadt. Hier Seishon, unseren Smooth hier. Seishon Spinola, ja, einer von den Vieren. Ja, er hat natürlich El Chikoron auf seiner Schulter. Und El Chikoron hat einen blutigen Schnabel. Ja, dieses Hühnchen, es ist ein Mysterium. Und ich will den eigentlich nur dabei haben, damit er mir sagt, was genau wir haben wollen. Und dann, wir müssen unbedingt neue Hühner holen, die anderen sind alle tot. El Chikoron hat die im Hühnerkampf immer umgebracht. Aber damit habe ich gutes Geld gewonnen. Ja, aber die Hühner kann man, auch wenn sie so sterben, noch verwerten, oder? Klar, dann kann man die auch wieder kochen und so. Ja, dann. Weißt du, das Geheimnis ist eigentlich, dass ich ein bisschen Pfeffer in den Arsch blase. Danach geht El Chikoron im Arm. Kannst du an seinen Augen sehen. Pickt er immer zu. Erstmal so die Augen raus, dann macht er den Schnabel kaputt. Na, vielleicht laufen wir einfach. Trotz Akalin diese Spiele. Dumm nebeneinander, was hältst du davon? Was, nebeneinander laufen? Ja, stumm, ohne reden. Ach so. Ja. Gut, wir verstehen uns. Das ist aber so untypisch, die Maraskaner sind so laut. Ja, sehe ich aus wie ein Maraskaner. Sehe ich aus, als würde ich dir den nächsten Klatsch sagen wollen. Ich habe da mir einen Satz gemerkt, den habe ich vor... Ich weiß nicht, wie er mir in den Kopf gekommen ist. Durch diesen komischen Schnaps, den mir da gegeben haben. Soll ich dir mal Klatsch verraten? Nein, bitte nicht. Die Fußnägel kommen alle von Ansven. Weiß nicht wieso, aber der richtig lang werdende Fußnägel. Er kann die alle 2 Tage, kann er die wieder schneiden. Das ist ein Mysterium. Vielleicht ist er ein Paktierer. Wir wissen es nicht. Aber alle 2 Tage schneidet er sich seine Fußnägel. Die müssen weg. Über dem Essen? Oder? Ja, ich glaube, das macht er sogar extra. Kommt nur drauf an, wenn die anderen geärgert haben. Oder Geigenstein macht immer seine Witze. Gut, dann werde ich mich mal mit Ansven unterhalten, wenn wir wieder auf dem Schiff sind. Und aber sag ihm nicht, dass das von mir ist, dass er ein Paktierer ist. Hoffen wir mal, dass er... Ja, dann damit aufhört, sonst hat er bald keine Fußnägel mehr. Rafim mag es gerne, Leute Fußnägel auszureißen. Hast du das schon mal gesehen, wenn eine Basaltfaust das getan hat? Nee, Mann. Sehr ansehnlich. Nee. Aber da können wir bestimmt auch ein paar Wetten abschießen, oder? Ich weiß nicht, ob er ihnen die Fußnägel ausreißt. Ich glaube, da gibt es. So, warte mal, da drüben gibt's Hühnchen. Guck mal, das sieht aus wie so ein Kampfhahn, den können wir kaufen. Hähne schmecken zwar scheiße, aber die kämpfen gut. Ja, der sieht so mager aus. Ist auch egal.
Wir kaufen hier keine Kampfhühnchen. Wir wollen was zu essen holen. Und guck mal, dass wir auch ran. Was hältst du denn von dem? Weißt du, lassen wir jetzt das Hühnchen entscheiden, was wir holen. Ja, sehe ich auch so. Quack. Okay, ja, den nehmen wir. Nein, wir nehmen uns nicht den Kampf an. Aber Elchikoran liebt den. Außer du willst aus eigener Tasche bezahlen. Ich kann dafür sorgen, dass dir das von der Heuer abgezogen wird. Kein Problem, die Wetten holen das alles wieder rein. Ich trainiere den vorher ein bisschen. Bock, bock. Ja, Elchikoran, guck dich entrüstet an. Na gut, dann Bruder, Schwester oder was auch immer, wir wollen den Hahn da haben. Ja, Bruder, Schwester, sehr gute Wahl. Aber das ist ein männliches Tier, der legt keine Eier, Bruder, Schwester. Ja, ich glaube, das ist auch nebensächlich. Bruder, Schwester Diamantis, hast du schon gehört, dass Abel mir gerne in die Taverne gehen wollte? Aber er hat sich nicht getraut. Hast du schon gehört, dass Jalan Abel mir den Osparania geklaut hat und jetzt füllt er ihn wieder auf? Warum verpfeifen die mich eigentlich? Der wollte mit Boltax. Ja, ich würde zunächst mal dem nachgehen, was Abel mir aufgetragen hat. Ich würde mir etwas von den Holzspänen, Holzüberbleibseln, also wir haben ja, denke ich mal, genug Holz, das jetzt nicht direkt verbaut worden ist, nehmen, um die zehnfache Menge zu haben, um daraus einen Elementar des Humus zu beschwören. Ich weiß, es ist nicht das ideale Material, ist mir vollkommen klar. Ich würfel einfach mal per se eine Probe und wir schauen dann mal, ob das klappt oder ob das nicht klappt. Alles klar. Oh, das sieht nicht so gut aus. Also je nachdem, wie viele Erschwernisse mit draufkommen. Kannst du Zeit lassen, eigentlich hier noch groß, egal. Ja, egal. Wie ist die Erschwernis? Kommt drauf an. Also die Erschwernisse musst du mir sagen, je nachdem. Das ist kein dämonisch verseuchtes Territorium, das ist es nicht. Zumindest nicht Sinoda. Nee, richtig. Also die Standarderschwernis wäre sowieso nur 2, aber es ist halt nicht das reinste Material. Also vielleicht kommen da halt noch Erschwernisse raus. Puh. Also du kannst mir bis zu 7 Erschwernisse dafür geben, weiß ich halt nicht. Nee, würde ich nicht sagen. Okay. Aber es ist einfach ein sehr kleines Ding, was dann eben sehr wackelig auf den Füßen steht und keine richtigen Eichenstämme hat, sondern eher so Weidenhelmchen hat. Ja, das ist nicht so stark. Genau. Ich würde mir davor auf Maraskan bzw. auf der Insel noch einige schöne Blumentöpfe mit frischen Blumen, also die noch nicht gestorben sind, sondern tatsächlich noch am Leben sind, besorgen und die dem elementaren Diener als Geschenk machen. Und dann würde ich jetzt noch die Loyalitätsprobe würfeln, auch da nochmal 1-2 Blümchen als Geschenk und mal schauen. Und natürlich pumpe ich die restlichen Erleichterungen, die ich durch den elementaren Dienerruf habe, auch noch rein. Eine 14, aber es ist nicht angekommen, oder? Ist nicht angekommen, nein. Okay, dann nochmal. 16. Könnte gelungen sein, könnte nicht gelungen sein, kommt wahrscheinlich jetzt ein bisschen auf meinen Befehl an. Lieber guter Freund, würdest du mir einen Gefallen tun und hier unseren Mast fest wachsen lassen, sodass er stark ist im Sturm? Tja, es ist jetzt nicht irgendwie was Humus sonst macht. Und wachsen halt. Ja, heilen vor allem. Heilen, wachsen. Also, so ja, vor dir steht ein kleines Weidenmännchen aus dem Holz rausgestiegen, sodass ein kleines Loch in dem Holz dann existiert. Und er guckt dich an, so mit schwankenden Händen und schwankenden Haaren. Und er knurrt dann noch irgendwie was mit Dabrajan. Bruder, Schwester, Boltax. Ja, Schwester, Dabrajan. Ja, und ich würde noch einen kleinen Edelstein aus meinem Beutel hervorkramen und ihn in die Hand drücken, um ihn vielleicht noch ein bisschen gefälliger zu stimmen. Ich weiß, das müsste eigentlich davor kommen, aber... Ja, du siehst, wie dieses kleine Weidenmännchen dann auf seinen viel zu dünnen Beinen auf den Stamm zutorkelt und dann sich herumschlingt und dann nach oben wächst.
Ja, okay, wunderbar.